Naja, ist ein guter Einstieg mit Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, weil da weiß man auch nicht, was bei rauskommt. Und das hatte ich vor 10 Jahren eigentlich auch nicht. Ich wusste nicht, was bei rauskommt. Oder vor 12 Jahren, wo mich mein Großvater gefragt hat, willst du das weitermachen, was wir mal angefangen hatten? Und ich habe blauäugig gesagt, ja, ich mache das. Obwohl es schon mal 20 Jahre stillgelegt war, habe ich das gemacht, womit viele aufgehört haben. Sie haben eine Bäckerei aufgemacht mit ihrer Mutter. Heutzutage, Handwerk ist am absteigenden Ast, aber wir haben gemeint, wir schaffen das und wir fangen da wieder von ganz vorne an. Wir haben zwar einen Namen gehabt für ein Produkt, eigentlich die Guldenbreze, Erlangen sagt es was, oder auch so im Umkreis. Ich habe mal Anschauungsmaterial mitgebracht. Ja, Breze meint jeder ist klein. Wir denken etwas größer. Ne, also war eigentlich vor 60 Jahren mal Dekorationszweck und wollte mal eine Ami kaufen von meinem Großvater und dadurch kam er drauf, Brezen zu backen. Aber es geht nicht um meinen Großvater, es geht um mich. Und wir haben das, wie gesagt, vor 10 Jahren wieder auferlebt. Meine Mutter und ich haben eine Bäckerei gebaut und haben da wieder ganz blauäugig angefangen, ohne irgendwas zu wissen. Also wirklich, naja, wir machen das mal auf und dann schauen wir mal. Es waren keine Menschen da, es kam vielleicht 20 Kunden vorbei, wir haben überhaupt kein Marketing betrieben, keine Werbung gemacht. Heute haben wir 11 festangestellte Mitarbeiter, 20 Aushilfskräfte, enorm viel zu tun, wo ich auch wieder morgen früh um 2:30 aufstehen darf. Ja, es wird uns nicht langweilig, ne? Wir haben ein Tagesgeschäft von Donnerstag bis Montag, was auch nicht normal ist, weil wir ja Dienstag, Mittwoch haben wir zu. Haben das eigentlich so gemacht, weil man immer im fränkischen Raum Kirchwein hat, die auch immer von Donnerstag bis Montag beliefert werden. Und da haben wir auch ein Augenmerk drauf gelegt, mit Ständen da Brezen zu verkaufen und so. Und sind eigentlich auch recht froh drüber, dass wir unseren Mitarbeitern einfach feste, freie Tage bieten können in einer Dienstleistungssektor, wo man heutzutage eigentlich freie Tage rar gesät sind. Aber da kann man sagen, passt auf, ihr habt da immer frei und alles andere kriegt man auch hin. Ja, wir liefern auch viel Gastronomie, auch Burgerläden oder sowas, wo wir drauf eingegangen sind, wo wir verschiedene Burger machen oder auch Mehrkorn-Dönerbrötchen. Also da ist es echt so, dass man da flexibel sein muss und wie auch in so einem kleinen Handwerksbetrieb, dass man darauf eingehen kann, nicht irgendwie große Zeiten braucht oder lange Wege hat, um da irgendwie was umzustellen. Und das ist eigentlich so das Schöne daran, dass ich sofort handeln kann, ich kann mitbestimmen, kann das ändern, kann mit meinem Team das besprechen, wie machen wir das, was machen wir da. Und das ist deswegen so an einem kleinen Handwerk doch das Schöne, dass es recht schnelle Wege hat. Ja, wie auch bei, dass man jetzt sagt, man steigt wegen auf die vegane Schiene ein oder viele haben eine Glutenunverträglichkeit oder hier Weizenunverträglichkeit, das sind immer so Sachen, wo man echt, kann man mitnehmen, aber wir beschränken uns doch darauf, dass wir einfach die Produkte, die machen, gut machen und so diese speziellen Sachen müssen andere machen. Dafür sind wir eigentlich zu klein. Dass wir schroten unser Getreide selber für die Vollkornbrote und machen natürlich mal Hochzeitstorten und auch diese Partyteilchen, die sie probiert haben, gibt es bei uns für Hochzeiten, für Sektempfänge oder sonstiges. Ne, und es ist einfach sehr schön, dass man da seine Gedanken schnell umsetzen kann. Wobei es halt auch kein leichter Job ist, wenn man früh um 2:30 raus muss und jetzt steht man auch hier und hoffentlich geht's lang. Ne, sind lange Tage angesagt, 23 Stunden normal, wenn wir Bergkirchweih machen. An den Pfingsttagen, da gibt es dann mal bloß 1 Stunde Schlaf, aber wenn man merkt, was rauskommt, dass eine gute Resonanz von den Leuten da ist, dass doch wieder dieses Handwerk und dieses Individuelle gefragt ist, dass die Leute da viel Wert drauf legen, dass sie wieder wissen, wo kriege ich mein Brot her, wo kommt es her? Oder bei uns kann man in die Backstube reinschauen, sieht die Bäcker, kann auch mal direkt mit ihnen reden oder wenn es irgendwelche Kundenwünsche oder irgendwelche Kritik gibt, kann man die sofort aufnehmen, nicht wie bei großen Filialbetrieben, die es natürlich auch geben muss. Ne, aber da ist es echt schön, dass man da schnell wieder am Kunden dran ist, was ich auch sehr mag. Was schön ist für mich jetzt persönlich, dass ich Leuten eine Chance geben kann, vor allem ich sag mal in einem Sektor wie, oh, der ist Bäcker,
Ja, du kannst nichts, du machst dann Bäcker oder sowas, aber ich konnte jetzt echt bestimmt 10, 12 Leuten schon eine Chance geben mit einer Ausbildung, die vielleicht von der Gesellschaft abgeschrieben waren. Die waren in irgendwelchen Hilfsprojekten oder sowas und eigentlich jeder von denen steht jetzt fest mit zwei Beinen im Leben, versorgt sich selber, ist nicht mehr irgendwie angewiesen, dass er vom Staat unterstützt wird und das einfach, ja, ich mache das, ich bin dafür da und unterstütze den. Das ist immer so eine Genugtuung, wo man auch sagt, es ist zwar hart, aber wenn man dann das bei rausbekommt, dass einer doch einen halten bleibt und das Unternehmen weiterbringt, ist das immer super anzuschauen. Wir haben auch zum Beispiel einen Flüchtling bei uns, was eine Bombenarbeit leistet. Das ist auch so wieder Genugtuung, wo man doch gern früh um 2:30 aufsteht, kurze Nächte hat, lange Tage. Da ist es ja, sehr schön. Die andere Seite ist, man denkt sich halt doch oft, für was macht man es? Ne? Warum stehe ich nachts um 2:30 auf, wenn ich nicht irgendwie woanders hingehen kann, irgendwie doch eine 35-Stunden-Woche habe, da schön 9 to 5 oder was arbeiten kann. Aber wissen Sie, wisst ihr, ich bin mein eigener Herr, ich kann das selbst bestimmen, kann von heute auf morgen das anders machen, mach alles. Also ich bin ja nicht nur Bäcker, ich bin auch mal Psychologe, ich bin hier Immobilienberater, ich bin ja Scheidungsanwalt oder weiß der Geier was. Also man kümmert sich ja um alle Sorgen von seinen Mitarbeitern. Das ist ja eigentlich immer so das Hauptthema. Am liebsten würde ich gerne in der Backstube stehen und nichts anderes machen, aber klar, wenn man da gute Sachen tun kann, dann ist das auch schön, nicht nur Bürokram erledigen, sondern den Angestellten helfen, weil die sind bei uns halt doch der Faktor von 90%, dass das Unternehmen läuft. Ne? Und ich betreibe das alles mit meiner Mutter zusammen, die mir ganz viel Unterstützung gibt, ohne die es auch nicht laufen würde, die viel abnimmt, jetzt für Bürosachen und ja, sonstigen Verwaltungsaufwand, was schon sehr oder immer mehr wird, was man gar nicht denkt, dass bei so einem kleinen Unternehmen, dass da so viel hinten dran hängt, bis man eigentlich, wir wollen eigentlich bloß einen guten Kuchen und gute Brezen und ein gutes Brot verkaufen, aber bis man das mal machen darf, da gehört schon ein hartes Stück Arbeit dazu. Und ja, das ist so, dass wir, ja, haben wir noch so viel Zeit eigentlich halt, ne? Das ist schon komisch. Zeig so mein Faden verloren, aber nee, also wie gesagt, es gibt ja was zu essen da vorne. Das ist ja nicht das andere. Sonst kann man immer ganz viel erzählen. Naja, von den Kirchweinen, die sind ja so eine Last. Also, na klar, na klar, machen wir Bergkirchweih, wo wir da 12 Tage durchbuckeln, wo wir 50 Aushilfskräfte haben, wo wir der erste kommt früh um 2:30, die letzten sperren um 2 nachts in den Laden zu und du musst eigentlich immer da sein, weil es läuft ja auch ohne dir, aber du trinkst gerne nochmal Feierabendbier, dann bist du immer noch da, wenn der erste schon wieder aufsperrt halt, ne? So ist es nicht, ja. Das ist, ja, es ist, ich denke mal, die Intention, die dahinter lag, dass ich das wieder gemacht habe, ist einfach dieser Punkt, wie es auch in meinem Steckbrief stand, Millionär, Pornstar oder sowas, ich wusste echt nicht, was auf mich zukommt. Also, dass ich mal 23 Stunden drinstehen muss, wenn mir es einer gesagt hätte, okay, dann wäre ich, glaube ich, der Erste gewesen, der seinen Koffer gepackt hätte und wäre weg gewesen. Aber einfach dieses Unwissen zu haben, wie ich es auch gesagt habe, dass du Grenzen überwinden kannst, weil du nicht weißt, wie hoch sie sind oder sowas, das kann dich schon ganz schön gut antreiben. Ne? Also, wenn du es dann einfach mal machst und machst und machst und denkst dir so nach einem Jahr, Scheiße, das hast du echt geschafft. Also, da gibt es echt Leute, die sagen, wo hört denn dein Tag auf, wo fängt er an? Ja, früh um 2:30 fängt er an und manchmal hört er halt erst um 10, 11 auf. Ne? Und was du alles reinpacken kannst, wenn du wirklich willst, dann geht da schon einiges. Ne, bloß da ist echt dieser Antrieb, kein Mensch mag Rechnungen schreiben, das schiebst du halt echt bis zum 31. raus oder was, ne? Da habe ich keinen Bock zu. Das ist immer so, ins Büro, klar kommt da Geld rein, aber ja, ich bin der Handwerker, ich würde mich gerne in die Backstube stellen, aber es gehört auch dazu, dass das Geschäft irgendwie vorwärts geht. Und
Wenn man das mal irgendwie so nach 10 Jahren, was wir jetzt gemacht haben, wenn du dir mal denkst, okay, du hast jetzt irgendwie wahrscheinlich 100 Mitarbeiter gehabt mit Aushilfskräften und hast x Tonnen Mehl verbacken und hast eigentlich von A bis Z, also Hausmeister, Marketing, irgendwie Social Media Manager, bist du der, der irgendwie alles nebenbei macht. Da bist du an einem Punkt angelangt, wo du denkst, okay, bis jetzt ist alles super gelaufen, bloß jetzt muss man schauen, dass das einfach alles so weiterläuft und du nicht mehr 23 Stunden am Tag rein investieren musst, sondern dass das doch mal ein 10-Stunden-Tag wird, wenn dann mal die Freundin doch wieder sagt, ey, pass auf, jetzt musst du nicht wieder ins Büro gehen oder wo ist die Zeit für mich, sondern das kann man auch mal morgen erledigen. Und ich denke, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, wenn man das mal selber für sich feststellt, dass man sagt, okay, ich war letztes Jahr am Punkt angelangt, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt ist November, das Jahr ist noch rum, aber bei mir würde es schon eigentlich März im nächsten Jahr sein. Und da denke ich, sollte man sich doch mal so die Ziele nicht zu hoch stecken, dass man wieder wegen nicht das Wesentliche aus den Augen verliert, zu sagen, hey, es gibt auch andere wichtige Dinge, außer nur hier alles gut machen und alles super machen, sondern man kann auch mal die Neuen einfach mal gerade sein lassen und den lieben Gott oder einen guten Mann sein lassen. Ne, ja, jetzt haben wir noch 40 Sekunden. Dann sagen wir an der Stelle Dankeschön schon mal, Jonas. Warum? Also du kannst ja... Naja, ich habe ja noch 40 Sekunden. Ne? Also, ich fand es ja super, hier eingeladen worden zu sein. Ich wusste nicht, was mich zukommt. Ich hoffe, auch wenn euch nicht meine Ansprache jetzt gefallen hat, die Teilchen haben euch geschmeckt. Ne? Also, wenn ich nicht reden kann, ich hoffentlich kann backen. Ne? Ja, schön, dass ihr mir zugehört habt. Kauft bei den kleinen Bäckern, sonst gibt es die beiden nicht mehr und dann ist es vorbei. Ne? Also, danke euch. Nicht jeder Besitzer eines wunderbaren Exemplares Volk sein will. Und nicht nur, weil man es sich